Also für mich war es weder ein Rundumschlag noch eine Wutrede. Es war eine emotional vorgetragene Analyse. Das Recht, dazu muss man ihm einräumen, das Recht hat er. Und vor allen Dingen hat er unsere volle Unterstützung. Also, dass da jetzt Reaktionen kommen, die nicht so begeistert sind, gut, das muss man einkalkulieren, das gehört auch dazu. Es kann doch auch aus Sicht des Verbandes wirklich nicht wahr sein, dass nach einer Niederlage, vorher wurden 15 Pflichtspiele gewonnen, alles in Frage gestellt wird oder vieles in Frage gestellt wird, um ganz korrekt zu sein, was vorher hoch gelobt wurde. Also in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien geht es immer ums Prestige. Das ist ja der Grund, weshalb wir bei den Freundschaftsspielen vorwiegend seit geraumer Zeit, wir hatten Brasilien, wir hatten Holland, wir hatten Italien, wir spielen demnächst wieder Holland. Wir wollen also diese Fußballklassiker dem Publikum anbieten in den Freundschaftsspielen. Wir arbeiten ja gut zusammen mit der Liga, extrem gut sogar, aber einige Dinge lassen sich nicht verhindern, nicht ausschließen, auch bei noch so toller Planung. Wollen wir dem FC Bayern verbieten, dass er das Champions-League-Finale erreicht? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie das Finale spielen. Und deshalb ist es zu dieser Terminkonstellation ja gekommen. Und das wird im nächsten Sommer nicht anders sein. Im Laufe der Jahre sind die Wettbewerbe immer weiter ausgedehnt worden. Champions League, Euro League. Ja, und mit der Folge, dass man immer weniger Termine hat. Und diese Termine gehen dann auch auf Kosten der Nationalmannschaft. Aber das werden wir nicht mehr groß ändern können.